Eine der häufigsten Fragen, die mir immer wieder gestellt wird als Coach oder als Trainer ist, wie kann ich mich selbst oder wie kann ich andere noch mehr motivieren? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern habe auch selbst viele Unternehmen gegründet und auch in vielen Berufen Extremsituationen erfahren müssen. Und da war ich gezwungen, es zu lernen, mich immer wieder selbst zu motivieren, gerade als Selbstständiger, wo man keinen eigenen Chef mehr hat, der einen motiviert. Und diese Motivationstechnik, die habe ich nicht selbst entwickelt, sondern von einem Mann übernommen, einem Arzt, einem österreichischen Arzt, der mit seiner Familie in ein Lager kam, aber leider nur alleine wieder herauskam. Dr. Viktor Frankl war nicht nur Neurologe, sondern auch Psychiater. Er hatte seine eigene Praxis in Wien, damals im Dritten Reich. Und die Nazis haben ihn und seine Familie abgeholt und in ein Lager gebracht. Und dort hat er die Beobachtung gemacht, die zu dieser Motivationsmethode auch führt. Dr. Frankl hat nämlich die Menschen beobachtet, in gleichen Situationen, mit nahezu gleichen Ausgangssituationen. Und die einen haben überlebt und die anderen nicht. Und dem ist er nachgegangen. Und Dr. Frankl hat herausgefunden, dass die Menschen sich in zwei große Gruppen unterschieden haben, damals im Konzentrationslager. Die einen haben etwas gemacht, was ihre Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich gesteigert hat, und die anderen haben das Gegenteil gemacht und sind dann schneller gestorben. Was hat nun Dr. Viktor Frankl herausgefunden? Er hat zunächst eine Gruppe identifiziert von Menschen, die gesagt haben, das alles macht keinen Sinn. Dieses Leid, was uns widerfährt, diese Aussichtslosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit macht keinen Sinn. Und die zweite Gruppe in der gleichen leidvollen Situation hat eine andere Entscheidung getroffen. Die haben nämlich gesagt, dass diese Situation, in der sie sind, das Leid, was ihnen widerfährt, dafür muss es einen Sinn geben. Dafür muss es ein Wozu geben. Und ich lade dich gerne ein, das Buch von Dr. Viktor Frankl auch zu lesen, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das, was er herausgefunden hat, lässt sich im folgenden Zitat zusammenfassen. Dr. Viktor Frankl schreibt Folgendes. Die Antwort, die der leidende Mensch durch das Wie des Leidens auf die Frage nach dem Wozu des Leidens gibt, ist allemal eine wortlose Antwort, aber sie ist die einzige sinnvolle Antwort. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du also in einer Krise bist, in einer schwierigen Situation voller Leid und vielleicht auch Hoffnungslosigkeit, dann gewöhne dich an, einfach die Frage zu stellen, wozu? Ist das Leid gut? Wozu dient das Leid? Wozu bist du in der Situation? Und gleich danach kannst du dir weitere Fragen stellen. Was kannst du daraus lernen? Welche Lektionen sind daran für dich verpackt? Was genau sind die Ursachen gewesen, dass du reingekommen bist in das Leid? Und was kannst du in der Zukunft verändern? Das, was wir also von Dr. Viktor Frankl lernen können in einer Extremsituation, die ich keinem wünsche, ist, dass es immer die Möglichkeit gibt, in der Situation eine neue Bewertung durchzuführen. Vielleicht kannst du dich dieser Situation nicht sofort entziehen, wie es auch Dr. Viktor Frankl und die anderen im KZ internierten Personen nicht tun konnten. Aber du hast immer die geistige Freiheit. Und du kennst sicherlich das Lied, die Gedanken sind frei. Und mit diesen freien Gedanken kannst du eine neue Bewertung in nahezu jeder Situation auf die Situation heraufsetzen. Und diese neue Bewertung, die verändert auch deinen Zustand. Wenn du nämlich den Sinn gefunden hast für die Situation, wenn du das Wozu gefunden hast, dann hast du einen Auftrag. Du hast eine Vision, die Zukunft klart sich auf und du weißt, wie Dr. Viktor Frankl, der in dem KZ die Entscheidung getroffen hat, dass er überleben muss, um weltweit Vorträge zu halten und Bücher zu schreiben, um der Nachwelt davon zu berichten, was hier passiert ist, damit sich das niemals wiederholt. Also stell dir die Wozu-Frage immer wieder neu und so lange, bis du eine klare neue Vision hast, bis das Ganze für dich stimmig ist, bis das Ganze für dich einen neuen Sinn gibt. Dann bist du auch motiviert. Und dann können auch deine Mitarbeiter dir folgen, dein Team dir folgen und auch motiviert in diese neue Richtung gehen, die Sinn macht. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur viele gute Berater, sondern auch Coaches dabei, die dich in schwierigen Situationen auch begleiten können, die dir helfen können, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Handlungsmaßnahmen auch zu identifizieren und dich bei der Umsetzung begleiten. Aber gerne kannst du jetzt auch das Video liken, unseren Kanal abonnieren, dann wirst du informiert, wenn es weitere gute Filme gibt. Und ich wünsche dir viel Erfolg, viel Kraft und viel Sinn dabei, deine Situation zu überwinden.